Ton läuft, Bild läuft und los. Wo ist denn der Hans-Jürgen? Der Hans-Jürgen ist im Urlaub. Hans-Jürgen ist im Urlaub, das freut uns natürlich sehr. Für Hans-Jürgen, mich freut es sehr, dass Sie wieder da sind zu den Kussnachrichten für Oktober. Seien Sie herzlich willkommen und bleiben Sie dabei auch für diese Folge Ihrer Kussnachrichten. Guten Tag, mein Name ist Peter Borchert, geboren am 31.03.1944, wohne seit 10 Jahren in Berlin. Mein Hobby ist, seitdem ich Rentner bin, die Fotografie. Und da habe ich jetzt die 2. Ausstellung in Berlin mit das leise Berlin kombiniert mit Tierfoto, Tierporträts und abstrakte Geschichten auch noch mit dabei. Ich hoffe, dass auch die richtige Mischung dabei ist. Keine Langeweile auftritt, kann jeder das raussuchen, was er gerne möchte, wie auch immer. Ich habe viel Spaß daran. Ich hoffe, dass meine Ausstellung irgendwie bei euch ankommt. Für Kritik bin ich immer zu haben. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Ihnen an dieser Stelle nun die Ankündigungen für Oktober verlesen zu dürfen. Es geht los am Samstag, den 7.10. mit Heinz Klever. Parodien, Sketche und Gedanken zur allgemeinen Lage der Nation und Hinweise zur allgemeinen Realitätstheorie. Am Samstag, den 14.10. ist die böse Peggy wieder bei uns zu Gast. Wir freuen uns riesig, wie viele andere Nachbarinnen und Nachbarn auch, die leider schon alle Karten gekauft haben. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Am Freitag, dem 20.10. begrüßen wir zum 7. Male die Show Starkenwild gemixt. Diesmal mit an Bord Thomas Diekmann mit Comedy, Valerie Saleh mit Jonglage, die Diva Thomas mit Bauchtanz und Travestie, das wird herzzerreißend. Tom van Orten gibt Kabarett am Klavier und Detlef Winterberg führt wie gewohnt humorvollst durch die Show. Am 27.10. um 9.30 Uhr und 10.30 Uhr ist das Kasperle-Theater Zipfelmütz bei uns zu Gast mit dem neuen Abenteuer von Kasper und dem Müllmonster. Es liegt eindeutig zu viel Müll in der Gegend rum, hat sich durchgesprochen bis in den Zauberwald und es wird endlich Zeit, dass Kasper in Aktion tritt. Vom 4.10. bis zum 20.10. ist das Haus für den Großbetrieb geschlossen. Wir freuen uns darüber, dass endlich unsere Rohrhavarie behoben wird. Einige Gruppen treffen sich im Room 66, der auch zu uns gehört, drüben an der Sandstraße 66. Die eben benannten Veranstaltungen sind davon nicht betroffen. Ich soll Sie herzlich grüßen von Dieter Durchblick, der ebenfalls im Urlaub ist und jetzt passiert, was eigentlich nie passieren dürfte, dass das Handy klingelt. Geh mal ran und, ach nee, der Jürgen Wanke, naja, gut, ist er wenigstens auch mit dabei. Ihnen wünsche ich einen schönen Oktober. Ich hoffe, wir sehen uns hier bei uns im Kulturzentrum Starken. Bis dahin, herzlichst, Ihr Detlef Kleinow. Hallo. Ich hoffe, Sie haben mich am Anfang vermisst, als die neuen Kussnachrichten losgingen. Ich habe mir erlaubt, mal wegzufliegen, nachdem ich unter anderem auch den Schentikucher Reinickendorf gehört habe, der Lust auf Wasser und Schiffe gemacht hat. Also bin ich in den Süden geflogen. Und von da aus viele liebe Grüße. Beim nächsten Mal bin ich wieder da. Aber ich möchte nicht vergessen, Sie auch diesmal mit einem Spruch zu beehren, der so gut in diese Jahreszeit, der so gut in den September passt. Und der heißt, ich liebe den September. Man kann mit einem Sonnenbrand auf dem Balkon sitzen und gemütlich Lebkuchen essen. Tschüss.